Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Labyrinth. Wir sind mittlerweile schon bei der 11. Folge und heute ist der Keratosaurus dran. Und ihr seid sicherlich alle sehr gespannt, wer dieser hier sein wird. Aber bevor ich euch das verrate, muss ich mich einmal bedanken, dass ihr wieder so fleißig geliked und kommentiert habt auf dem letzten Video. Also vielen, vielen Dank dafür schon mal. Und jetzt würde ich sagen, wir brüten den Keratosaurus aus und dann verrate ich euch, wer diesen hier übernehmen wird. Aber erstmal schauen wir uns natürlich an, wie hier der Keratosaurus aus der Ausbrütstation kommt. Er ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr schöner Dinosaurier mit seiner roten Färbung am Kopf und seinem Horn. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und brüllen kann er auch, wie ihr seht. Also er ist schon furchteinflößend, aber ein bisschen kleiner als andere Fleischfresser. Aber ich denke, er kann sehr, sehr schnell rennen, wenn er das möchte. Das sieht man jetzt hier auch ganz gut. Also er ist nicht der Langsamste, wenn er das möchte. Und ich verrate euch jetzt, wer hier die oder der Glückliche sein wird, der diesen hier übernehmen darf. Und zwar ist das Vier Pfoten Spaß mit dem Kommentar Hashtag Keratosaurus, du bist der Coolste, ich liebe deine Videos. Hashtag Apo, das heißt wahrscheinlich Abo. Hashtag Like Easter und Hashtag Glocke aktiv. Vielen, vielen Dank, Vier Pfoten Spaß. Dankeschön für den Support auf jeden Fall. Und ich werde ihn jetzt umbenennen in deinen Namen. Und dann geht es hier los für dich im Labyrinth. Der Keratosaurus befindet sich jetzt hier im Landeanflug. Und dann geht's hier los für den lieben Vierpfotenspaß. Ich hoffe wirklich, dass du es hier mit dem Keratosaurus auf einen Treppchenplatz schaffen kannst. Ich drücke dir auf jeden Fall alle Daumen und ich bringe euch zurück, sobald er hier die Startlinie überschreitet. Und jetzt sieht es hier so aus, als wenn er hier Richtung Startlinie und Labyrintheingang geht. Und er hat jetzt zwar jetzt nochmal rumgemeckert, bleibt nochmal stehen, aber jetzt läuft er auf die Startlinie zu. Und die Zeit, die startet wie immer, wenn er mit dem gesamten Körper über der Startlinie ist, was jetzt der Fall ist. Die Zeit ist gestartet, es geht jetzt los für Vier Pfoten Spaß und den Keratosaurus. Und er ist schon mal auf jeden Fall nicht falsch abgebogen am Anfang. Diesen Fehler haben ja schon einige Kontrahenten zuvor gemacht. Er läuft jetzt hier relativ langsam, aber stetig Richtung Ziel. Also er kommt jetzt hier ganz gut voran. Es sind jetzt 20 Sekunden erst vergangen und er hat schon ein ganz gutes Stück vom Labyrinth geschafft. Aber ich habe jetzt mal hier den Zeitraffer aktiviert. Und ihr seht jetzt auch warum. Er bleibt jetzt hier wirklich viel und lange stehen. Also er verschwendet hier kostbare Zeit. Das ist sehr, sehr schade, dass er jetzt hier so stehen bleibt. Geht jetzt wieder ein Stück voran, bleibt wieder stehen. Und jetzt hat er schon über 2 Minuten auf dem Tacho. Also ich weiß nicht, was jetzt los ist. Ich zoome jetzt auf jeden Fall nochmal rein, dann gucken wir uns an, was er hier macht. Und dann könnt ihr sehen, er schnüffelt hier. Bleibt stehen, macht gar nichts. Also er scheint hier gar keinen Ausweg zu suchen oder sowas. Ich weiß nicht. Schaut sich jetzt hier um, schnüffelt wieder in der Luft rum. Meckert rum. Das bringt dich auch nicht ins Ziel, lieber Keratosaurus. Das ist wirklich sehr, sehr schade, dass du so einen schönen Start hinlegst und dann... Aber jetzt scheint er hier weiterzugehen, der Zeitraffer ist wieder aktiv. Und nein, Leute, er dreht hier um. Er dreht hier um. Er hat das erste Drittel schon hinter sich gehabt. Dreht jetzt hier um und läuft zurück Richtung Eingang. Das ist unglaublich. Also, das ist sehr, sehr schade für dich, lieber Vierpfotenspaß. Du siehst schon, die Zeit ist so weit fortgeschritten, dass du es hier nicht mehr auf einen Treppchenplatz schaffen kannst. Sehr, sehr schade. Aber jetzt ist er umgedreht. Ich habe jetzt hier keinen Zeitraffer aktiv. Er legt jetzt hier auf einmal einen Sprint hin, Leute, wie ihr seht. Also ich glaube, das Essen und das Trinken ist so weit runtergesunken, wie man jetzt hier auch sehen kann. Also das Wasser ist ungefähr bei der Hälfte. Das scheint jetzt genug Anreiz zu sein, dass er hier schnell in das Ziel will. Ihr seht jetzt, wie schnell er hier unterwegs ist. Hätte er das von Anfang an gemacht, hätte er ja locker Platz 1 kriegen können. Sehr, sehr schade, aber so ist das nun mal. Und jetzt werden wir sehen, ob er jetzt hier ohne Fehler und ohne umzudrehen in das Ziel läuft. Also ich schätze mal ja, aber wir werden sehen. Er ist auf jeden Fall jetzt sehr, sehr schnell unterwegs. Hat jetzt das zweite Drittel wirklich, wirklich schnell geschafft. Ist jetzt schon im dritten Drittel oben rechts in der Ecke. Also das ist jetzt... Also er geht jetzt hier auf jeden Fall auf das Ziel zu. Ohne Zeit zu verlieren. Der Zeitraffer ist jetzt hier auch gar nicht mehr aktiv. Und jetzt befindet er sich an der letzten Ecke. Bleibt nochmal stehen. Läuft Richtung Ziel. Bleibt auch hier nochmal stehen, was ja viele machen, warum auch immer.
Und jetzt hat er es gleich geschafft. Und zwar jetzt. Und die Zeit, die stoppt bei 5 Minuten, 50 Sekunden und 28 Hundertstel. Damit hast du es leider nicht aufs Treppchen geschafft, lieber Vierpfotenspaß. Aber trotzdem vielen, vielen Dank fürs Teilnehmen. Und jetzt darfst du natürlich erstmal wie alle anderen auch trinken, essen. Und deine Zeit wird dann in die Tabelle eingetragen. Und falls ihr auch mal hier teilnehmen möchtet an diesem Projekt, wir haben noch 4 Durchläufe, die vor uns stehen. Und wie ihr hier teilnehmen könnt, das erkläre ich jetzt gleich. Also bleibt dran. Ja, Leute, das war wieder eine Folge von Jurassic Labyrinth. Und ihr wisst alle, was jetzt ansteht. Wir werden wieder unseren nächsten Dinosaurier auslosen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch sofort. Drehen das Rad und dann werden wir sehen, welcher Dinosaurier hier als nächstes durch unser Labyrinth muss. Und es ist der Gallimus. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Der ist ja, denke ich mal, ziemlich ähnlich wie der Struthiomimus, also unser derzeitiger Platz 1. Also schätze ich den mal als einer der Top-Kandidaten hier ein. Und falls ihr der Gallimus sein möchtet, dann müsst ihr einmal Hashtag Gallimus unten in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück, ihr kennt das Spiel, werdet ihr dann der Gallimus. Und damit verabschiede ich mich, Leute. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen freuen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Dani.